gar nicht. Muss ich das essen? Es war wirklich alles im Arsch, was man überhaupt versemmeln kann. Mahlzeit. Mahlzeit. Ach, hallo. Schönen guten Tag. Servus. Grüß Gott. Hallo. Servus, wieder Martin. Hallo. Schön. Servus. Ich bin der Inga. Wir sind in den Laden reingekommen. Die Chefs stehen da, lächeln uns an und er drängt sich vor und sagt: Hier, ich bin hier der große Gonzo. Worauf ich mich tierisch freue, wirklich tierisch freue, ist, dass, wenn auch nicht wortwörtlich, aber vom Sinn, eigentlich das herauskommt, was ich seit 4 Monaten erzähle. Warte mal, sollen wir für den Ralf mal so tun, als ob Ralf da wäre, dass Ralf mitprobiert? Gute Idee. Hm? Extra Teller noch einfach. Ja. Ralf? Aber selber gemacht? Nee, auf keinen Fall. Ist eine reine Dose. Ja? Ja? Reine Dose. Also hier kannst du auf jeden Fall schon mal 3/4 der Einlage kannst du schon mal einsparen. Und hier kannst du das ganze Gericht einsparen. Braucht kein Mensch. Da ist gar kein Öl drauf. Kein Öl, keine Säure, kein Pfeffer, nichts. Kein Essig. Boah, der friert ja noch zusammen. Das ist ja ein No-Go. Das kannst du so auf die Pfanne legen. Das schmeckt ganz komisch. Schmeckt nach gar nichts, nur nach Wasser. Das ist ja furchtbar, das geht ja gar nicht. Gut, es verzögert sich das Essen ein bisschen. Spaghetti haben wir normalerweise auch vorgekocht, ne? Immer am Vortag zum nächsten. Ich kontrolliere auch jetzt da drüben letztendlich den Konvektomat, wo das Steak drin gegrillt wird. Das ist falsch aufgeschnitten. Ja, nicht nur das. Ich meine, das ist so rappelzäh. Ganzes Stück. Ja, auf geht's. Geht gar nicht. Muss ich das essen? Ich mag das nicht essen. Jetzt spinnt er ein bisschen. Ungenießbar. Ungenießbar. Nicht gewürzt. Faserig, bröselig, zäh, trocken, trocken, überlagert. Ralf, gut, dass du einen Schnitzel bestellt hast. Die Nudelsauce, die schmeckt so, wie mir meine Mutter Nudelsauce macht. Weißt du, passt schon. Wenn die Soße Wasser hat, das ist das Allerletzte. Nicht so prickelnd. Aber aus der Fritte, das sehe ich bis hier. In dem Betrieb im Schnitzel in Butterschmalz ausgebraten, doch ein bisschen besser. Ne? Auch nicht gewürzt. Also komm, du bist der Böse. Nein, du bist der Böse. Ich bin der Gute. Schöne Küche. Danke. Danke. Schöne Küche, aber das Essen leider nicht wie die Küche. Geile Werbung auf dem Tisch. Was steht hier? Weltberühmt für seine Zartheit. Leider kam es raus. Furztrocken. Es ist nicht Medium. Also Medium wollte es haben. Es ist nicht Medium. Es ist knüppelhart und fest, das kannst du kaum beißen. Ich sehe das nicht als Kritik, ich sehe das als Bereicherung. Ich wäre ganz schön ausgeflippt, wenn der Stefan nicht da gewesen wäre, weil das Essen war einfach eine totale Verarschung. Leute, was ist denn hier los? Ihr habt hier Technik rumstehen ohne Ende. Nutzt ihr die eigentlich? Teilweise. Teilweise? Warum nur teilweise? Ich muss mich an die Technik erst hineinarbeiten. Ich habe vorher mit Konvektomaten nicht gearbeitet. Da kriegst du von mir mal einen Crashkurs und dann wirst du glücklich sein. Es wäre wahnsinnig. Ich warte die ganze Zeit auf eine Möglichkeit, irgendwo mal zu sein, ganz einfach professionell damit zu arbeiten. Was mich wirklich anpisst, ist, dass der Ingo so tut, als ob er sich jetzt wirklich freut, dass wir endlich da sind. Endlich erklärt ihm jemand den Konvektomaten. Es war schwer, vorher irgendjemand zu fragen, was mache ich damit. Sag mal, willst du uns verarschen? Dein Chef, der Dirk, ist nicht mal Koch, der kennt den Konvektomaten in- und auswendig. Du bist beratungsresistent, willst es dir nicht zeigen lassen? Ich bin von meinen Töpfen und Pfannen mehr überzeugt wie davon. Ich bin auch hundertprozentig sicher, dass ich vielleicht in den Pfannen immer eine Idee besser bringe. Der Dirk kann die Maschinen ja. Richtig, ja. Aus. Hier wird es in Zukunft eines sein, dass wir öfters ein bisschen zusammen in der Küche sind, was in den letzten Wochen, Monaten nicht der Fall. Wieder eine faule Ausrede für Faulheit. Einfach, er hat keinen Bock auf die Maschinen oder er ist zu blöd für die Maschinen und er gibt es nicht zu. Die vernünftige Nutzung
der Geräte, der Technik, die ihr habt, spart ihr im Jahr, einfach so ohne was zu tun, spart ihr im Jahr nebenbei mindestens einen hohen fünfstelligen, wenn nicht einen sechsstelligen Betrag. Spart ihr ein. Das war halt verschenktes Geld und was wir halt dringend nötig haben. Wer hat das gemacht, Carpaccio? Das war ja voll der Scheiß. Das war gefroren, das war knüppelhart. Hat nach nicht nichts geschmeckt. Kein Öl, keine Säure. Kein Pfeffer, Rucola. Kein Salz, kein Basilikum, kein Rucola. Also und gefroren ist es ein Fertigprodukt. Gefroren. Ja. Aber ein Fertigprodukt kann man doch auch lecker machen. Der Thomas versteckt sich halt auch hinter dieser Pfeife. Ja. Wenn der so wenig leistet, dann leiste ich halt auch so wenig. Ja. Wenn man dem Thomas ein bisschen mehr Verantwortung geben würde, denke ich, wäre der Thomas besser. Wir werden schwerpunktmäßig lernen, wie man Technik nutzt. Wie man Technik nutzt, ja. Und, aber auch ein bisschen, wie man abschmeckt. Das war fad. Also es sei mir nicht böse, aber der war von vorne. Alles. Und da war überall hat Salz gefehlt. Es war einfach geschmacklos. Ich habe einmal eine Bolognese hier gekocht und dann wollte ich zurückgepfeffen. Nein, das machen wir hier nicht so. Wir wollen das so und so. Er ist absolut kritikresistent. Er findet die Fehler nicht bei sich. Alle anderen sind immer schuld für sein eigenes Versagen. Und ich finde, er nutzt einfach die Gutmütigkeit von den beiden aus. Bei den Spaghetti war unten ungefähr 2 cm Wasser. Das ist eine fachlich falsch gekochte Soße. Ich war selten von einem Koch bei unseren Einsätzen so angepisst wie bei dem. Er entgegnet uns mit Arroganz, entgegnet uns mit Schlaumeierei. Er hat aber nichts drauf, nichts dahinter. Spaghetti Puttanesca ist ein absolut simpler Klassiker der neapolitanischen Küche. Ja, da ist wirklich nicht viel dabei, einfach nur ein paar schöne Zutaten, frische Zutaten. Knoblauch, da brauchen wir nicht viel hacken oder so, da müssen wir nur schon, dass wir das grüne Ding hier rausnehmen, ja? Weißt du warum? Bitter. Es ist bitter, ja. Bitter und es stößt auf, der Keimling. Ja? Wenn die Leute irgendwie sagen, sie mögen keinen Knoblauch, dann liegt es immer daran, dass der Koch das grüne Ding da drin hat. Und jetzt tun wir da noch ein bisschen Balsamico-Essig rein, den haben wir da drüben. Das gibt dem Ganzen noch so einen Grundbums. Rotwein ist drauf, ist richtig schön reduziert. Zwiebeln reingerührt, ja. So gibt es jetzt erstens eine richtig tolle Farbe und eben auch einen richtig tollen Geschmack. Wir haben hier drin unsere Rotweinzwiebeln, wir haben hier die Kapern drin. Wir haben die Petersilie drin, wir haben ein bisschen Chili drin. Hier drin haben wir getrocknete Tomaten, Olivenöl, Knoblauch, Anchovies, Chilis. Das ist unsere Basis. Okay. Ja? Und das ist jetzt unsere Puttanesca-Soße. Ich glaube, die sieht ein bisschen anders aus als deine, oder? Allerdings. So eine Packung kannst du bei ruhig 2 Stunden vorm Service rauslegen. Ja. Mehr drauf. Freier ist auch alles. So, Mahlzeit. Fantastisch. Thomas? Ja? Martin, Carpaccio probieren? Kann man essen? Sehr gut. Sehr gut. Richtig geil. Sehr gut wäre es, wenn es frisches Fleisch wäre. Mit dem Background jetzt von Martin und von Stefan, denke ich, habe ich mehr Möglichkeiten, das eben auch durchzudrücken für die Zukunft. Das sagt nicht einer, nun haben es 2 super tolle Köche, Profis, auch gezeigt. Es gibt 2 Möglichkeiten. Lernen oder lassen. Und wenn es lässt, ist er hier fehl am Platz. Also, wir sind schon... Ich hab schon Kochjacke an und alles. Okay. Ist ja gleich los. Ja, kann losgehen. Ja, bevor wir loslegen, ich habe aber noch Herzen, ich habe kaum geschlafen, ich habe ein Problem mit dem Koch. Ich bin einfach irgendwo fix und fertig und Sachen gestern passiert, so mit dem Carpaccio, er hatte keine Freiheiten hier zu arbeiten. Er hat von mir Einkaufsermächtigung gekriegt, für die Metro zu kaufen, zu machen und zu tun und er ist hier nicht vorangekommen. Er bringt uns nicht voran in unserem Laden, im Gegenteil. Mir ist vieles bewusst geworden und ich möchte einfach so nicht weitermachen. Ich weiß nicht, wie es weitergeht, nur so, tut mir leid, kann es nicht weitergehen. Ich kann nicht mehr. Die Entscheidung war sehr schwer für mich. Letztendlich habe ich allen vom Kopf gestoßen. Keiner wusste, was passiert, selbst die junge Tonso nicht. Und wie gesagt, ich denke, dass es richtig ist und ich werde in die Zukunft schauen und ich hoffe, dass alles gut wird. Ich meine, ich kann jetzt nur den Dirk meinen allergrößten Respekt aussprechen, dass er es jetzt eben gemacht hat, dass er jetzt seinen Weg gegangen ist, wie er es will.
Wir hatten letzte Woche gewisse Spannungen im Betrieb und es ist wunderschön, letztendlich das jetzt gelöst zu haben. Wir sind im Zeitverzug ohne Ende. Ich meine, das interessiert die Gäste heute Abend mal überhaupt nicht. Irgendwas müssen wir auf den Tisch bringen. Wir müssen jetzt ein bisschen improvisieren. Ja? Wir sind ein Mann weniger. Wir machen jetzt eine Notkarte sozusagen, dass wir uns nicht total blamieren. Jetzt haben wir natürlich ein personelles Problem. Meinst du, dass du uns da unter die Arme greifen könntest? Ja, aber darf ich schon vorschlagen, natürlich, wie wäre es, wenn ich euch zwei von meinen Jungs schicke, weil ich persönlich kann leider nicht kommen. Ich habe heute einen ganz wichtigen Termin hier im Restaurant. Aber ich schicke euch zwei von meinen Jungs, die echt gut kochen können. Mario, du hast deinen Kasten Bier verdient. Also wenn das echt hinhaut, das wäre super. Wir haben uns heute Morgen vom Ingo getrennt. Die Kochprofis geben gerade ihr Bestes, um den Abend noch zu retten. Wir müssen heute Abend halt das Beste tun, dass alles vernünftig über die Bühne geht. Wie gesagt, und die Situation müssen wir versuchen, jetzt noch in den Griff zu kriegen, ja? Wir strengen uns an, dass wir es heute schaffen. Wir schaffen das. Ja. Dann machen wir Salz drauf. Und Zucker. Das Ganze mischen wir durch. Guck mal, durchmischen. Ja, vorher war das richtig trockenes Zeug und jetzt beim Mischen merkt man schon, dass es langsam feucht wird. Ja. Die Gewürze gehen rein und wir tun das Gemüse heute Abend im eigenen Saft glasieren. Aber, du bist jetzt zum Lernen? Nee, servus. Ja, willkommen, wie geht's euch? Super, super. Finde ich wunderbar, dass ihr da seid. Servus. Die zwei Jungs von Mario, die haben uns wirklich den Arsch gerettet. Wenn die nicht da gewesen wären, dann wäre das Schiff sang- und klanglos untergegangen. Nummer 1. Wir haben den Topf schon mal vorgeglüht. Machen wir jetzt Weißwein dran. Das gibt den Ansatz für unsere Champignons. Wir machen jetzt die Zwiebeln vom Vortag, kannst du da reinhauen. Die Zucchini-Abschnittchen. Und von den Champignons natürlich die Füße. Die Stängel. Die wir abgeschnitten haben. Die schmeißt man da rein. Das ist der Ansatz, natürlich auch wieder mit Salz und mit Zucker, der Ansatz für unsere Soße. Ah ja, Streichkonzert, der schönste Moment vom Tag. Also, Tomatensuppe steht. Paprikaabzin steht. Rindfleisch, Suppe, Einlage. Pinienkerne, Hammer. Rucola läuft. Lass von mir auch mal was abstreichen. Schweinchen, Hammer. Passt. Okay. Super, aber das kann es doch nicht sein. So gut waren wir noch nie. Ja, vor allem überlegen wir, wie spät wir angefangen haben. Also entweder sind der Hammer oder wir haben irgendwas vergessen. Ganz wichtig heute Abend, wir wollen den Thomas heute featuren. Ja, wir wollen dem Thomas ein bisschen Boost geben. Der Thomas wird heute Küchenchef sein. Stefan und ich, wir werden nur kochen. Ja, wir werden nur ausführen. Wir wollen, dass der Thomas annonciert. Das hat er vielleicht noch nie gemacht. Das heißt, seid geduldig mit dem Thomas. Ganz wichtig an einem großen Abend, das wisst ihr selber, weniger reden ist besser. Also wirklich nur klare Befehle. Wenn vom Thomas kein Jawohl kommt oder kein Danke oder Ja kommt, hat er es nicht gehört. Ja, dann kann man sich danach auch nicht beschweren. Ich freue mich. Und ihr hoffentlich auch. Ja? Prima. Ja. Also, auf gutes Gelingen. Heute ist ein bisschen deine Feuertaufe. Ja? Ja. Ich habe den Mädels gesagt, dass du annoncierst, du rufst ab, du bist der Küchenchef hier drin. Ja? Wir werden kochen, wir werden da sein. Wir werden nicht zuschauen, wie du absäufst. Ja? Und dann rockt die Bude. Oder? Super. Ja. Cool. Natürlich habe ich noch nicht mit gerechnet, dass ich hier jetzt das Sagen sozusagen habe, aber so ist es halt und so wird es gemacht. Der Thomas ist alt genug, der ist 23 Jahre alt und die beste Therapie, was man mit jungen, motivierten Leuten machen kann, ins eiskalte Wasser schmeißen. Nur so lernt man es und so funktioniert es. Jetzt ist nochmal der Moment, wo die großen Leute kommen, wo der Abend beginnt. Ich freue mich riesig drauf, das ist eine tolle Sache. Nur wer mit Respekt und Lampenfieber in die Geschichte reinläuft, kann auch Erfolg haben. Das könnte eigentlich schöner gar nicht sein. Ich möchte nirgendwo anders sein als hier gerade. Im Ernst? Ja. Jetzt ist die Anspannung sehr groß. Wenn das bis der erste Bon, die ersten zwei, drei Bons reinfliegen, geht hier die Post ab. Ein Schnitzel, ein Entrecot, einmal Bratkartoffeln. Ja.
Eine Rindfleischsuppe, zwei Tomatensuppen und ein Carpaccio, bitte. Guck mal, ich muss immer Arbeit haben. Ja, ich mir die Brühe runterläuft. Ich wusste nicht mehr, wo oben und unten ist. Dreimal Spätzle, eine Minute durch. Und dann bitte noch eine Tomatensuppe neu. Sehr gut. Sehr, sehr lecker. Sehr, sehr gut, sehr danke. Gut. Ja, man merkt, da ist ein anderer Geschmack wie das normale hier. Also alle hier, gerade eben mal rumgefragt, alle auch begeistert. Muss drauf, das wird eiskaltes Zeug. Servus! Leute, das Essen kommt sehr gut an, die Leute sind sehr geduldig. Wir können echt cool bleiben. Für dich auf die 10. Die Hölle. Die Hölle auf Erden. Aber macht Fun, macht Fun. Hast du noch Schweinelädchen hinten? Oh, nee. Hier? Nee. Schweinelädchen aus. Ich glaube, wir sind jetzt durch. Und mein Zeug hat wirklich ums Arschlecken gelangt. Entschuldigung, Arschlecken sagt man nicht, aber ich habe kein fettiges Fleisch mehr da. Nichts mehr. Gar nichts mehr. Vielen, vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Und ein Riesendankeschön an den Thomas. Der Thomas hat hier wirklich alles gegeben heute. Und wir haben auch den Weg geebnet, hoffentlich den Thomas auf ein Treppchen höher zu setzen. Wir hätten gerne, dass der Thomas hier der neue Küchenchef ist. Einverstanden. Und den jungen Menschen so eine Chance zu geben, in so einem wunderschönen Laden, bei so einem tollen Arbeitsverhältnis mit diesen Leuten zu arbeiten, das kann einfach nur gut gehen. Mir persönlich haben die zwei Tage sehr viel Spaß gemacht, waren sehr hart, waren sehr stressig. Kochprofis, super Typen, also nur weiter zu empfehlen. Klasse. Ciao.